Hallo zu einem neuen Video über ADS, ADHS. Heute soll es um das Thema gehen: ADHS im Alltag, sozialem Umfeld und Beruf, Schule etc. Ich habe mir da einige Notizen zugemacht, werde aber trotzdem versuchen, das relativ zügig und kompakt durchzugehen, aber einige Male habe ich dann schon ausgeholt. Je nachdem werde ich einfach gucken, ob ich es in mehrere Parts splitte. Und ich werde es wahrscheinlich auch wieder die ganze Zeit auf den Bildschirm gucken, auf die Notizen und zwischendurch mal in die Kamera. Und ich habe mir gedacht, ganz am Anfang gebe ich erstmal eine kleine Inhaltsangabe, also zu welchen Punkten es kommen wird. Und zwar geht es als ersten Punkt um das Funktionieren im Alltag, also wann man funktionsfähig ist als ADSler, wann nicht. Dann habe ich ganz kurz, bin ich sozusagen abgeschweift in das Thema Abhängigkeit, weil das irgendwie, weil es dann Zusammenhang gab. Und als nächsten Punkt Unfälle und Missgeschicke. Wie ADSler sich in Gesprächen verhalten, wie sie sich in der Öffentlichkeit verhalten als Extrapunkt, wie verschiedene Eigenschaften, die nach außen hin, wie die nach außen hin wirken und gedeutet werden, also bestimmte Eigenschaften, die speziell ADSler haben, Unruhe und innere Angespanntheit, dann bin ich ganz kurz auf Komorbiditäten eingegangen, weil es mir zusammenhing. Dann als nächsten Punkt Antriebslosigkeit, Zurückziehen. Impulsivität. Die Schwierigkeit, sich einzuordnen. Und Kooperation, Plan und Organisiertheit und Strategie und geringes Selbstwertgefühl, Zeitwahrnehmung und Beständigkeit. Das sind so die Punkte. Der erste Punkt: Funktionieren im Alltag. ADSler funktionieren im Alltag nur, wenn sie für langweilige Routinearbeit sofortige Belohnung erfahren. Das Gehirn sträubt sich extrem gegen etwas, was kein Dopamin, das ist unter anderem ein Belohnungshormon eben, ausschüttet, da das Hirn, wie gesagt, was ich in den vorherigen Videos gesagt habe, ständig auf rastloser Suche nach diesem Dopamin ist. Und langweiliges, besonders Routinearbeit, aber auch etwas, was man schon kennt oder einen unterfordert, schüttet eben kein Dopamin aus und dann kann ein ADSler nicht lange an dieser Tätigkeit bleiben oder sich erst gar nicht dafür motivieren. Und aus dem Grunde mit der Dopamin-Problematik sind viele ADSler auch, da bin ich dann kurz auf den Punkt Sucht eingegangen, häufig abhängig von Koffein, Nikotin oder anderen Stimulantien, dazu gehört auch Alkohol, aber es gibt natürlich auch eine Sportsucht zum Beispiel oder eine Spielsucht. Allgemein irgendwas, was im Gehirn halt Glück verursacht und Dopamin ist halt auch ein Glückshormon, ist für viele Sachen zuständig, auch für Motorik zum Beispiel, wo ich später darauf eingehe. Ja, das ist sozusagen der Versuch einer Selbstmedikation bzw. einer pharmazeutischen Selbstteiltherapie. Das funktioniert über Zeit auch zu einem gewissen Grade, um besser auch zu funktionieren. Aber ist natürlich keine optimale Lösung. Zum ersten Punkt, dass man nur dann funktioniert, wenn Belohnung erwartet wird oder etwas spannend ist, was dann aber auch wiederum die Belohnung ist, kann im Beruf Schrägstrich Schule fatal sein. Oft gelten ADSler dort dann als faul oder lustlos oder undiszipliniert.
weil sie viele Tätigkeiten einfach nicht zu Ende führen können oder sich erst gar nicht dafür motivieren können, habe ich schon gesagt. Und ist es wirklich so, dass sie es nicht können? Also Betonung auf können, nicht können. Da die Biochemie im Hirn es einfach nicht zulässt und nicht oder nur sehr bedingt und unter größter Anstrengung durch das Bewusstsein beeinflussbar ist. Also, ja, es hängt halt mit der Biochemie zusammen, mit den vielen Dopaminrücktransportern, sodass Dopamin schnell wieder oder schneller als bei anderen zum nächsten Neuron geschickt wird und dadurch insgesamt zu wenig Dopamin vorhanden ist, um bei einer Sache zu bleiben. Und nur wenn die Sache dann halt spannend ist oder eine andere Belohnung winkt, dann wird mehr Dopamin ausgeschüttet, um das sozusagen zu kompensieren, diese vielen Rücktransporter. Und ja, das liegt einfach an der Biochemie. Das kann man nicht bewusst oder nur sehr bedingt und durch harte Anstrengungen beeinflussen. Deswegen können ADSler sowas einfach nicht. Das liegt nicht daran, dass sie irgendwie zu faul oder zu dumm wären oder sowas, was halt meistens angenommen wird, weil die meisten keine Ahnung davon haben. Viele ADSler strengen sich daher ihr ganzes Leben maximal an, um überhaupt irgendwie durchzukommen. Solch ein Leben ist wirklich sehr anstrengend. So sieht das aus. So, ein Beispiel. Das sieht dann konkret so aus, dass sie bei ihrer Arbeit, sei sie geistig, körperlich oder gemischt, abschweifen und in andere D Gedanken verfallen, ohne es zu merken und zu wollen. Ja. Ich hatte es zum Beispiel so, als ich einmal mit meinem Vater einen Ofen, so einen 300-Kilo-Ofen, Brennofen für Keramik und so weiter, 300 Kilometer entfernt abholen sollte, was mir extrem, für mich extrem langweilig war. Als wir dann die Utensilien für den Transport ins Auto luden, da war ich dann extrem langsam bei und Anweisungen habe ich dann irgendwie gar nicht gehört, was einfach so langweilig war, besonders praktische Sachen sind für mich langweilig, war ich einfach in meinen Gedanken, die kommen dann ganz automatisch beim ADSler zumindest, der schweift einfach sofort ab. Also meine Gedanken, was ich den Rest des Tages plane, wie ich das mit dem Sport hinkriege und ähnliches, war wirklich in diesen Gedanken versunken und habe dann solche Anweisungen gar nicht mehr wahrnehmen können. Und das wird dann, wie gesagt, oft so interpretiert vom Umfeld, als sei man allgemein langsam im Denken, also dumm, oder man hätte keine Lust, oder man tue es extra, um andere Leute zu ärgern. Denn niemand ist sich über die wirkliche Existenz, seine Ursachen und wirklichen Gegebenheiten von ADS bewusst. Das muss man sich selber wiederum mal bewusst machen. Dass die meisten es einfach nicht besser wissen, sozusagen, dann der Einfachheit wegen irgendwas für sie naheliegendes oder negatives interpretieren. Ein anderes Beispiel im Studium. Da ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich vieles, was zu lernen ist, schon kenne und sich dann über ungelogen 20 bis 30 Seiten zieht, obwohl es nach 2 Seiten spätestens eigentlich klar ist, auch wenn man es nicht vorher irgendwie schon kannte. Und es wird dann ständig wiederholt, sodass ich mich einfach nicht mehr motivieren kann, weiterzulesen, auch allgemein nicht mehr motivieren kann, in diesem gesamten Buch weiterzulesen, weil es nämlich dann ständig so abläuft. Das ist richtig quälend. Und wenn es was Neues zu lernen gibt, fallen mir dazu automatisch immer noch weitere Dinge ein, die sich darauf beziehen und kreiere ganz automatisch ganz neue Zusammenhänge und neue Erkenntnisse, die dann noch viel spannender wirken für mein Gehirn und kann dann auch nichts, nicht, kann dann auch nicht anders, als sie zu durchdenken. Das sind dieses typische Abschweifen. Ja, ich weiß nicht, ob das klar ist. Also wenn da wirklich spannende Dinge sind, dann ist das bei mir zumindest so, dass sich trotzdem automatisch immer neue Dinge rausentwickeln. Eigentlich gerade, weil es so spannend ist und ich dann diesen neuen Dingen nachgehe und Dinge irgendwo sehe oder mit dem Gefühl oder das Gefühl habe, dass sich da was ganz Neues, richtig Interessantes und Wichtiges ergeben könnte aus den Informationen, die da aber nicht beschrieben sind,
oder vielleicht doch beschrieben sind, das ist aber seltener und dann später erst lese. Aber viel komplexere Sachen eigentlich, dann will ich das einfach wissen und dann kann ich auch nicht anders und muss dann nachgehen und das dauert. Das habe ich auch geschrieben. Genau, nur leider benötigt man das nicht für die Klausuren und die Lernzeit verdoppelt sich bei mir dann. Ja. Die Zeit bleibt einem bei so einem Studium auf Dauer aber einfach nicht. Aber man kann dieses Abschweifen selbst unter größter Anstrengung, es nicht zu tun, nicht auf Dauer abstellen. Das ist einfach so. Das ist leider einfach so. Nur bis zu einem gewissen Grad und das dann auch sehr anstrengend immer. So etwas führt dann oft auch zu Minderwertigkeitskomplexen, da man sieht, dass alle anderen es irgendwie schaffen und anscheinend viel disziplinierter sind, da man ja auch nicht auf die Idee kommt, dass die Ursache bei einem eine neurobiologische, nicht abänderbare ist. Das ist auch ein häufiges Problem und Ursache von Minderwertigkeitskomplexen, da man ja sich selber als nicht funktionierend, nicht richtig und auch selber schon denkt, dass man doof ist, weil die anderen das immer von einem denken oder faul ist. Ja. Dadurch entsteht dann sowas. Oft ist es zum Beispiel auch beim Lesen so, dass ADSler Sätze mehrmals hintereinander lesen müssen, außer sie sind gerade sehr fesselnd. Sie können sich dann einfach nicht darauf konzentrieren, weil in ihren Köpfen ununterbrochen Gedanken vor sich gehen und den interessantesten die meiste Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das heißt also, dass die eigenen Gedanken, das habe ich hier glaube ich auch noch geschrieben, wenn das Buch stellenweise nicht interessant ist, sind die anderen Gedanken wieder stärker. Ja, das heißt, es laufen ständig Gedanken ab beim ADSler. Und im Buch wird auch immer ständig alles weitergesponnen, nicht nur das gelesen, was da wirklich steht. Und wenn das dann nicht mehr spannend ist oder man eh schon vorausahnen kann, was da passiert, dann schweift man zu anderen Gedanken ab und dann muss man es nochmal lesen, um überhaupt zu wissen, was da passiert ist. Das habe ich auch ständig beim Lesen, deswegen habe ich früher auch nie Motivation gehabt zu lesen und jetzt auch nicht so wirklich Motivation, mich darum zu kümmern, spannende Bücher zu finden, weil ich genau weiß, wenn die nicht fesselnd sind für mich, das sind die meisten, dann muss ich mich einfach total quälen, da durchzukommen. Abschweifen, Träumen und Aufmerksamkeitsstörung ist also im Prinzip ein und dasselbe, beziehungsweise geht auf denselben Mechanismus zurück. Nächster Punkt. Es passieren häufig kleinere Unfälle und Missgeschicke, da Dopamin auch für die Steuerung der Motorik verantwortlich ist. Stolpern, irgendwo gegenstoßen, Sachen umwerfen, sowas. Im sozialen Umfeld sieht es noch so aus, dass ADSler zum Beispiel in Gesprächen unterbrechen, eher noch als Jugendliche, als Erwachsene. Sie erahnen nämlich schon, was der Gegenüber denkt und haben dann keine Geduld, es quasi nochmal zu hören und reden direkt weiter oder antworten direkt darauf, wo es noch nicht zu Ende gesagt wurde vom Gegenüber. Das kann natürlich auch missinterpretiert werden. ADSler zeigen in der Öffentlichkeit oft keine Emotionen, da sie nur für ihre Erledigungen unterwegs sind und schalten ihre Mimik daher komplett ab. Die Augenbrauen hängen daher schlapp nach unten und das sieht bei einigen oft so aus, als würden sie böse gucken. Da Menschen sehr stark auf Mimik fixiert sind, interpretieren sie das natürlich negativ. Mir hat man wirklich sehr oft gesagt, warum ich denn so böse gucke. Dabei finde ich es einfach nur sau anstrengend, die Muskeln über den Augenbrauen die ganze Zeit irgendwie angespannt zu halten. Also normalerweise sieht das dann so irgendwie aus. Das geht jetzt eigentlich. Sonst war es schon extremer.